Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen zu einem neuen Gameplay. Heute stelle ich euch das Spiel Moonstone Crossroads vor. Es ist ein Early Access Titel. Es ist eher ein ruhiger Titel, aber ich möchte euch den trotzdem nicht vorenthalten. Man kann hier farmen, man kann jagen gehen. Es gibt Minispiele. Es sieht auf jeden Fall echt super aus. Natürlich nicht wirklich real, aber trotzdem sieht es irgendwie cool aus. Also ich mag den Look. Gehen wir einfach mal rein ins Spiel. Also unter Einstellungen können wir jetzt nur die Grafik einstellen. Die habe ich jetzt für mich vorsichtshalber auf Medium gestellt. Starten wir das Ganze mal. Und viel Spaß. So, hier sind wir schon. Okay, ein großer See. Ich kann mich bewegen. Hier steht, Welcome to the Early Access of Moonstone Crossroads. I'm Leslie and I'll be your guide. Das ist da oben der kleine Kerl. When you see an error icon, press the X-Button to continue. Ich muss immer überlegen, wo der X-Button überhaupt ist. Ja, okay. Ja, wir können uns bewegen mit dem Thumbstick, deshalb gehen wir mal über die Brücke. Wie es da auch steht. Rotating tilt left or right on the right thumbstick. Ja. Snap turn, klappt auch gut, mag ich. Ich mag Spiele, wo das vorhanden ist. So, jetzt haben wir hier eine Brücke, die kaputt ist. You can jump by pressing the A button. Ah, okay. Dann probieren wir es mal. You can climb certain objects by grabbing them. Grab and climb, press the grip. Das kriegen wir auch hin. Okay, klappt auch gut. Kann man auch an Bäume hochklettern? Ja. Okay, komm, wir probieren mal, wie hoch wir kommen. Auch wenn es jetzt hier nur das, ich wollte gerade sagen, nur das Tutorial ist. Natürlich nicht so schön, dass man hier wirklich so reinbackt, aber gut. Trotzdem cool, dass man hier hochklettern kann. Ja, hier sehen wir Blätter. Ich komme auch nicht mehr weiter, glaube ich. Ne, hier ist das Ende und die Blätter kann man nicht greifen. Versuche ich gerade mal. Ne, das klappt nicht. Okay, dann können wir auch eigentlich wieder runtergehen. Okay, Fallschaden haben wir auch hier nicht. Grabbing. You can grab by pressing the grip with your hand hovering over the jaw. Ach so, okay. Hovering. Können wahrscheinlich hier drüber halten. Und die dann so greifen. Also man muss nicht direkt reingreifen, kann man aber auch machen. Okay. Weiter geht's. Inventory. You can put items in your bag by placing them over your shoulder. So open your bag, press the B button or Y button and click the icon below. Okay, probieren wir das einfach mal. Ah, dann sehen wir auch hier, was wir gerade gesammelt haben. Apfel und noch eine Orange. So, jetzt drücken wir einfach mal. Hier das Icon soll es sein. Und hier sehen wir gerade, was wir haben. Alles hat auch wirklich einen Verkaufswert in dem Spiel hier. So, wir haben auch Waffen. Which hand in rechten. Ah, okay. Legt automatisch einen Stein rein. Wenn ich mit der Grip-Taste hier dran halte. Okay, gehen wir weiter. Schauen wir mal, wie weit der Stein fliegt hier. Flupp. Okay, der ist abgeprallt vom Wasser. Haben wir einen schönen Fletscher gemacht. Der nicht. Okay. Recentering. Ja, ist auch ganz interessant. Oder was heißt interessant, aber wichtig. Ich habe eine Recenter-Taste. Vermisse ich bei manchen Spielen echt. Tools and Equipment. You can also equip different items in your inventory menu. To unequip them, press the grip.
Ja, wir haben hier bis. Ich muss erstmal den loslassen, wahrscheinlich. Ja. Jetzt haben wir hier so eine Hake. Okay. Und mit Glück lasse ich die wieder los. Spring Seeds. Ah, also irgendwelche Samen zum Anpflanzen. Witzig. Okay, gehen wir weiter. Jetzt wird uns hier erklärt. Farming. Till the land with your hoe. Hit the land hard 3 times. Okay, das wird wahrscheinlich hier das hier sein. Copperhoe. Also Kupfer. Ah, 3-mal draufgeschlagen. Okay. Dann können wir plant a seed from your seed bag. Probieren wir. Wir haben ja hier irgendeinen Samen. Können wir die hier auskippen? Ah, okay, ich hatte sie schon in der Hand. Water every day with your watering can. Tilt the watering can over the crop to water it. Mhm. Also, nehmen wir das Ding wieder. Ah, man sieht auch direkt, dass der Boden nass ist. Und weg damit. Hier haben wir scheinbar einen Brunnen. Watering well. Refill your watering can here. Probieren wir direkt aus. Okay, hier wird uns gezeigt, dass die Kanne halt nicht mehr voll ist. Aber es schwappt auch nicht wirklich. Aus wie so ein Ladebalken vom Handy. Und wieder voll. Okay. Tablet. By the way, you have a tablet. The tablet can use various apps in tell time. To take out your tablet, reach over your shoulder and grab. Ah. Okay, haben wir hier mal so eine Karte. Ja, das, hier kann man wohl eigene Musik einfügen, die man dann wirklich... Nochmal zurück. Hier kann man wirklich Musik einfügen, die man dann hören kann mitten im Spiel. Ich mache es aber jetzt nicht, alleine schon wegen den ganzen ja, Artikel 13 Mist und so weiter. Lassen wir jetzt mal... Wir können nette Fotos schießen scheinbar. Ah, das ist doch eine schöne Aufnahme hier, guck mal. Ach, schön. Okay. Kann ich es wieder wegtun? Nee. Okay, lassen wir einfach mal fallen. Kann man scheinbar nicht wegpacken. Habe ich den jetzt trotzdem noch? Okay. Also die Funktion funktioniert noch nicht, dass man das wirklich wieder zurückstecken kann. Aber es ist ein Early Access Titel und auch noch relativ früh die Version. Von daher habe ich da Verständnis für. Das war das Tutorial. It's over. If you... ever see an info icon or just want to chat, press the B and press the menu button and I come hovering. Press the X button to continue. You can leave using this portal, bye bye. Ja, ich will ja auch ins Spiel, ne? Also nutzen wir das Portal auch jetzt. Nein, geh weg. Gehst du weg? So, ich geh's einfach rein, so. Welcome to your home. In here you can sleep in the bed and go to the next day. Be sure to do... Boah, das kommt immer näher. Gehst du weg? Be sure to do that only when you're ready. By the way, you can save the game in settings, save the menu. Okay. Everyone is very ecstatic to finally have someone who can actually farm. Our town needs a way to make more money, and we can't farm for reasons. Let's go outside. Also, wir können alle kein Farming mehr betreiben. Wegen Gründen. Okay, wir gehen outside. Ah, oh, okay, hier ist mein Bett. Call it a day. Also, hier könnte ich den Tag jetzt beenden.
Also es hat wirklich, das Spiel hat wirklich einen Tag-Nacht-Rhythmus. Und hier können wir dann wahrscheinlich auch den Tag speichern und so weiter. Hier haben wir Holzscheite, ein schönes Feuer. Kann ich aber nicht nehmen. Okay. Okay, hier haben wir noch ein Haus. Gehen wir mal schauen. Ja, sehr, sehr leer, das Ganze. Hier ist wieder ein Brunnen, den wir haben. Was ist das hier? Nee. Welchen Knopf muss ich nochmal drücken? Ich probiere einfach mal, ich mach's mal auf. Ah, okay. Shipping bin. You can sell your crops and goods by placing them in here. At 8 AM every day, a very little elf, don't look for it, also wir sollen nicht nach ihm suchen, will take the goods and pay you. Grab the bin to open it. Okay. Ja, wir können natürlich hier auch Farming betreiben. Das heißt, wir haben hier einen Acker, was wir dann wirklich dann mit diesen Samen bestreuen können, gießen und so weiter. Und alles, was wir hier finden, farmen, ernten und so weiter, das können wir dann hier reinpacken und wir werden dafür bezahlt. Das ist erstmal eine gute Info. Ja, wir gehen einfach mal hier schauen. Hier ist noch ein Info-Button. Till the land with your hoe. Plant the seed from your... Okay, wie wir es eben schon gesehen haben, brauchen wir uns nicht mehr ansehen. Wow. By the way, your tablet has a map and GPS. To use them, click on the icons. It will help you get to town. Okay, das scheint wirklich unser Zuhause zu sein. Hier steht jetzt coming soon. Ah, hier ist Town. Hunting Grounds. Okay. Ja, man kann jetzt echt hingehen und hier einfach laufen. Wir laufen mal ein bisschen, dann können wir uns die Mappen ein bisschen anschauen auch. Ich finde, es echt nett gestaltet, das Ganze. Aber keine Angst, wir haben hier auch, ja, wir können uns teleportieren zu diesen Punkten. Ich glaube, das, da hinten sind die Hunting Grounds, glaube ich zumindest. Da ist, glaube ich, auch ein Wasserfall eingezeichnet. Ja, schade, dass das Spiel jetzt hier wirklich kein Koop bietet. Multiplayer-Part. Das wäre noch interessant. Alleine ist das natürlich ein bisschen... Ja, kann auf Dauer eintönig werden. Aber wie gesagt, es ist ein Early Access. Der Entwickler wird hier noch mehrere Sachen einbauen. Müssen wir mal schauen, was die Zukunft bringt. Und da sind ein paar Hütten. Links oder rechts? Wir gehen einfach mal rechts. Wir werden natürlich auch gleich mal, wenn wir die nicht finden, zu dieser Stadt gehen. Können wir denn hier auch rüberklettern? Ja, wir können hier überall rüberklettern. Das versuchen wir mal ganz kurz. Mal schauen, wie wir dann hier alles sehen können. Das Klettern klappt ganz gut. Schauen, ob wir jetzt mal einen freien Blick kriegen auf die ganze Map hier. Das geht echt hoch. Ja. Wow. Boah, wenn man jetzt hier runter guckt, ist schon ein komisches Gefühl. Also von da kommen wir. Das war gerade meine Wand. Von da hinten kommen wir gerade. Das ist unser Haus. Hier hört die Straße auch auf. Okay. Also noch relativ überschaubar das ganze Gebiet hier. Wir lassen uns mal fallen, dann können wir uns ja wahrscheinlich wieder fangen. Ja. Okay. Jetzt scheint auch so, dass es gerade dunkel wird. Ja. Bin ich mal gespannt, wie das hier nachts aussieht.
Hat er gerade einen kleinen Satz gemacht? Wow, 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 wow! Ah, das sind Straßenlaternen, cool. Das sieht echt nicht schlecht aus. Die sehen wir jetzt auch überall hier. Aber noch ist es auch nicht wirklich finster. Gerade Dämmerung. Hey, kleine Ente. Und klein ist die nicht gerade, da kann ich ja fast drauf. Die erinnert mich so ein bisschen an A Chair in a Room. Es fällt mir auch gerade ein, das muss ich unbedingt noch weiterspielen. Da sind wir ja nachher in so einem Schwan, war das wohl. Sind wir dann auf dem See geschwommen, auf so einem komischen Tretboot. Und können wir da irgendwas bringen? Haben wir noch was? Nee, okay. Irgendwie Brot oder sonst was. Hier haben wir eine Feuerstelle. Wüsste ich jetzt aber nicht, wie wir die anmachen können. Da liegt was. Oh, jetzt wird es aber echt finster. Da liegt doch ein Apfel. Cool. Was wir noch machen können ist Waffen. Da sehe ich jetzt irgendwie, irgendwas ist da, eine Orange oder so. Dann gehen wir mal hier rüber. Jetzt kann man hier vom Baum schießen, wenn man trifft. Ach. So, und so kann man die dann auch sammeln. Rüber, drunter und jetzt habe ich sie. Alle guten Dinge sind drei. Jetzt probiere ich mal ganz kurz, ob wir die an die Ente verfüttern können. Ich meine sowas in irgendeinem Trailer-Video oder so gesehen zu haben. Schau mal hier. Ja, die schnappt auf jeden Fall nach. Hey, cool. Die mag uns schon mal. Jetzt muss ich Recenter machen. Ich bin jetzt gerade irgendwie gewachsen. Durch diese Aktion jetzt hier. Okay. Kleiner Bug wahrscheinlich. So, okay. Ja, jetzt nehmen wir uns einfach mal die Karte und gehen mal zur Stadt. Town. Teleport. Ja. Okay, hier haben wir die Stadt. Gehen wir mal hier rein. Ah, was bist du denn für einer? Hello. Okay, das ist ein Verkäufer. Hier können wir jetzt Saatgut kaufen. Hier können wir auch eine Drohne, genau, wir können nachher eine Drohne freischalten, die wir mit dem Tablet steuern können. Das ist eine Armkanone, die wir hier haben. Ein Gewehr halt, Fernglas. Aber wir haben bisher nur, ich muss mal kurz das Menü aufmachen, 1000 von diesen Münzen. Das heißt, wir müssten eigentlich jetzt erstmal hier was kaufen. So, wir kaufen jetzt mal ein bisschen Saatgut. Davon 4 Stück. Potato Seed, also Kartoffeln. Kann man nicht kaufen. Also ein und den Rest knallen wir uns damit voll. So, jetzt haben wir erstmal was. Das kann man ja dann auch verkaufen. Schauen wir sonst noch, was es hier so gibt. Da sehen wir auch wieder so eine kleine Figur. Gucken uns aber erstmal die. Kann man hier auch hochklettern an den Häusern? Nein. Auf jeden Fall, die Bäume sind alle erklimmbar. Ja, alles, was hier zu ist, ist halt. Ah, cool. Hier kann ich auch hoch. Wenn wir hier mal eine Lampe wechseln sollen oder so, können wir machen, kein Problem. So, was haben wir hier für einen Shop? Prices: 3 Bottles win 3 Apples, 15 Bottle win 5 Potatoes, 25 Bottle 5 Daikun Radieschen, achso, okay. 30 Bottle win 1 Moonstone. This is a slingshot game. You can win prizes here. It costs 50 to play. Ring the bell to play. Haben wir jetzt noch 50? Ah, Mist. Okay. Dann, wir kommen wieder. Wir werden jetzt erstmal ernten gehen.
oder farmen gehen und dann kommen wir wieder. So, wir wollen noch nicht schlafen. Wir machen eine Nachtschicht. Dann bestellen wir das Acker hier mal. Wäre doch gelacht, wenn wir hier jetzt keine Kohle machen. Gehen wir ein bisschen weiter. So. So, machen wir mal nicht zu lang hier. Was war das jetzt gerade? Ich dachte, ich hätte gerade mit einem Schlag hier das ganze Feld fertig gemacht. Okay, mehr geht scheinbar nicht. Ist jetzt meine Dings kaputt hier. Keine Ahnung, aber sollte auch reichen. Jetzt packen wir uns Saatgut. Genau, machen wir die mit den ersten Feldern hier. So, mal kurz überlegen, wo welcher Knopf ist. Bin ich mal gespannt, was das an Geld bringt hier. Haben wir 8-mal Spinat oder was war das? Keine Ahnung. So, jetzt müssen wir nur noch mal gießen, den ganzen Kram. Ich mache da einfach nur, bis ich sehe, okay, das ist jetzt hier nass. Das sieht man relativ schnell. Okay. Wir hatten doch was gesammelt. Wenn wir die jetzt uns nehmen. Ah, warte mal, wenn ich jetzt hier einfach hochgucke, die fallen ja scheinbar hier raus. So, dann werde ich beim nächsten Mal Kohle kriegen dafür. Das heißt, wir gehen jetzt mal pennen. Schauen wir mal. Ja, ich nenne es einen Tag. Da merkt man schon, es ist ein relativ chilliges Game. Muss man natürlich auch mögen. Ha, schaut mal. So. Guck ich mal, wir haben 460, das heißt, wir können dieses Spiel auf jeden Fall machen. Wir gießen jetzt aber erst nochmal. Damit wir dann später auch mal ernten können. Okay. So, das lassen wir es erstmal so und holen das Tablet raus, gehen nochmal in die Stadt und machen mal dieses Slingshot-Game. Das war, hier war der Verkäufer. Hiya! So, ich habe Geld, also spiele ich jetzt hier. Wenn es denn gehen würde. Lazuli Update, please do not power off. Hä? Okay. Ja, ich hab doch jetzt Geld. Hallo? Highscore? Muss ich mir die Dings direkt in die Hand nehmen vielleicht? Funktioniert schon mal gut. Okay, schade, klappt jetzt irgendwie nicht. Müssen wir vielleicht später nochmal wiederkommen oder ich probiere es mal ganz kurz hier nochmal. Gehen wir erstmal dahin, Hunting Grounds. Haben wir noch nicht gehabt. Schauen wir mal, was wir hier machen können. Und dann können wir ja nachher noch mal da hinten hin.
hunting grounds. You can hunt ducks here. Make sure you come back to try other weapons for different results. Okay, ganz einfach. Komm. Die kriegen wir mit der Fletsche ja auf keinen Fall. Jetzt. Kann ich hier rausgehen? Okay. Ich komme ja noch nicht mal hoch genug. Machen wir ein Maschinengewehr hier. War's das schon? Okay, wir haben ein richtig geiles Ergebnis erzielt, Leute. 50 to play. 50 Win per Duck. Na komm. Wir gehen nochmal zu der Slingshot-Tante. So, wir versuchen nochmal unser Glück. Ha! Jetzt hat's auch geklappt, also irgendwie ein kleiner Bug. Ah, ist ja wie auf dem Rummel hier. Also es läuft ein Counter. Ganz witzig das Spiel. Und dafür kriegen wir gleich Preise. Na. 3 Äpfel. 5 Potatoes. Radieschen. Wie viel haben wir? 27. Wir hätten 30 gebraucht. Machen wir nochmal. Schaffen wir doch, oder? 30, da wäre es ja sehr lachhaft. Gut, dass eben auch noch abprallen, die Steine. 31, ja, jetzt haben wir einen Moonstone, was auch immer das ist. Freigeschaltet. Kann man wahrscheinlich auch gut verkaufen. 39. Yes. Also hier kann man auch gut Geld farmen wahrscheinlich. Ein Moonstone, you've obtained. Ich muss gleich mal gucken, was das heißt. Wir machen nochmal. Und dann verkauft man den Kran, den wir jetzt freigespielt haben. Ach. Na, das gibt keinen Rekord. Zack. Komm. Kommst du her. Also Rekord war es nicht mehr, aber wir haben wieder einen Moonstone, also wir haben 2 Moonstones und jetzt können wir nochmal zurück nach Hause und den ganzen Mist verkaufen. Wie viel Geld haben wir denn noch? 260. Da können wir nochmal kurz Saatgut von kaufen. Was kaufen wir jetzt noch hier? So. Zurück zur nach Hause. So, da hat sich wahrscheinlich nichts getan. Jetzt müssen wir ja wirklich eine Nacht drüber schlafen. So, jetzt können wir den ganzen Kram, den wir gekriegt haben, mal verticken. Wow. Also, verkaufen wir auf jeden Fall.
alles verkaufen und dann gucken wir mal, was wir nachher an Kohle haben. Und können wir uns mal vielleicht mal so eine Waffe kaufen und so weiter. Natürlich auch interessant. Was geht da? Hey, warte! Kommst du her? Okay, der ist weg. Den kriegen wir nicht mehr. Gehen wir nochmal schlafen. Ja, ich nenne es einen Tag. Vierzehntausend. Ja, da kriegen wir was Schönes für. Ach, wir können mal ganz kurz gucken, was die Ernte macht. Kartoffelernte und so weiter. Wo machst du den? Okay. Da ist auch nichts, auch nichts. Das heißt, wir müssen nochmal. Ihr müsst wachsen. So. Jetzt will ich aber mir hier was Nettes kaufen. Haben wir uns ja schließlich verdient. Beim Slingshot Channel. ja. Da gehen wir hin. Dann nehmen wir 15.000 kostet die. Wir nehmen uns jetzt einfach mal hier die. Und die Drohne. Haben wir schon mal zwei nette Gimmicks? So. Waffen. Okay. Okay, das ist nicht so geil, aber gut. Dann schicken wir mal die Drohne. Drohne. Drohnen-App, Launch-Drohne to fly. Ja, cool. Wie hoch kann die? Ich will mal echt von relativ oben sehen, wie weit das hier geht. Boah, ist man sieht die ja kaum noch. Flieg, Drohne, flieg! Ist auf jeden Fall eine nette Idee. Hier sehen wir diese Hunting Grounds, wo wir eben waren. Da kommen wir gleich auch nochmal mit der Schrotflinte hin. Okay, wie können wir die jetzt wieder abschalten? Okay, ich komme nicht mehr zurück. Okay, auf den rechten Träger kann ich immer noch schießen. Also scheint ein Bug zu sein. Das heißt, ich muss mich jetzt irgendwie mal finden. Aber wo war jetzt die Stadt? Ich muss mal runter. Ich glaube hier. Sollte hier sein. Schauen, ob wir gleich sehen. Da ist er doch. Komm runter, Kleiner. Gucken wir mal, was wir dann wieder stoppen können. Ah, endlich. Okay, das war das. So, dann gehen wir jetzt einmal nochmal zu den Hunting Grounds. Jetzt will ich mal wissen, was ich schrotzen kann.
So. Drei haben wir wirklich erwischt, oder? Oh, nochmal. Ist schon einfacher als mit dieser Steinfletsche. Mündungsfeuer sieht jetzt auch sehr pixelig aus, so wirklich Minecraft-mäßig. Okay, das war's. Okay, gehen wir mal schauen, noch mal draußen, was da so los ist. Aber da wird sich jetzt nichts getan haben, weil wir haben ja nicht mehr geschlafen. Nee, okay. Ich würde aber sagen, wir machen jetzt hier Schluss. Es dämmert auch langsam, das heißt, wir müssen langsam wirklich zur Ruhe kommen. Ich wollte euch das Spiel hier nur noch kurz mal vorstellen. Das war Moonstone Crossroads. Es ist eine Early Access, das heißt, es wird noch weiterentwickelt. Also da kommen immer wieder Updates und Patches raus. Und ich bin gespannt, in welche Richtung das hier noch geht und inwieweit hier noch mehr Interaktionsmöglichkeiten reinkommen. Denn momentan ist es ja wirklich ein bisschen wenig an Spiel, was man hier machen kann. Ein Koop gehört da auf jeden Fall noch rein, finde ich. Ja, das war's aber erstmal. Ich hoffe, euch hat das Spiel hier gefallen oder das Video. Also ihr bewertet ja eigentlich immer das Video und nicht das Spiel selber mit Daumen hoch oder Daumen runter. Und ja, wenn euch das hier gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Und falls ihr mir noch kein Abo gegeben habt, gebt mir doch ein Abo, da würde ich mich echt drüber freuen. Und dann kommen noch weiter so geile Spiele und Videos hier raus. Ja, ist aber ein cooler Look auf jeden Fall von dem Game und ja, ich sag Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.